Ja toll, kommen wir hier denn auch wieder zurück? Ja, durch das Portal, wir können uns hier nur aufheilen. Nein, das, weißt du, wie das aussieht? Weißt du, wie das aussieht? Wie das Nest von, ups. Wie das Nest von Gornak oder wie das Ding hieß. Gornak, der Baba. Nein, Gornarch oder. Ach, wie hieß er denn? Ich weiß es gerade nicht. Aber ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. So, durch das Portal. Dann sind wir wieder hier. Alles klar. Oh. Ich glaube, der hat es hinter sich. Ist nur die Frage, ist das ein Easter Egg oder ist das gewollt? Okay, es ist scheinbar ein Easter Egg, weil wir kommen hier nicht runter. Die Wassertextur ist auch keine wirkliche Wassertextur, die sieht eher aus wie trockener Schlamm. Aber warte mal. Warum sollte hier ein Skelett einfach rumliegen? Hat das irgendeine Bewandtnis? Also ich meine jetzt zwischen, also oder irgendwie eine Referenz zu Half-Life 1, Half-Life 2 oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt alles nur Spekulation. So. Shepard macht euch alle, ihr Black Ops Einheiten. Shepard ist der King. Shepard ist der King. Shepard ist der King. Ganz nach meinem Geschmack. Ich wollte gerade sagen, warum ballerst du jetzt auf mich? Was habe ich dir getan? Hier ist wieder ein Suit. Da ist auch noch ein Suit, den ich übersehen habe. So. Also hier Energiezelle. Wahrscheinlich denken sich manche Leute von euch so, warum sagt denn nicht einfach Energiezelle? Ja, Suit hört sich besser an, für dich. Wobei Energiezelle hat auch was für sich. Wow, da oben. Will noch jemand eine Ladung? Hier ist sonst nichts, ne? Ah, guck mal, da könnten wir, glaube ich, runter. Hier kriegen wir noch ein bisschen Munition. Haben wir hier irgendwie noch, ja, hier sind noch Kisten. Was haben wir da hinten? Ah, Munition. Das erkannte man jetzt gerade schlecht. Okay, wunderbar. Medikits. 19 Suit und 100 Leben. Meine Lieben, ich glaube, wir müssen die jetzt hier zurücklassen. Ich vermute einfach mal, sie werden uns jetzt hier nicht unten runter folgen. Aha, hier ist noch ein Skelett. Also hatte das eine Bewandtnis. Wir mussten hier durch. Okay. Hört sich an, als wäre da gerade jemand durch diese Dinger gelaufen. Von denen. Nein. Jetzt weiß ich auch, warum hier die ganzen Leichen liegen. So, tot ist es. Dafür haben wir es. Noch so eins. Ah, hier sind ja nur solche Viecher. Okay, die sind aber recht schnell tot mit dem MG hier. Haben es aber natürlich auch in sich, wenn die Schaden verursachen. Immer sofort nachladen, das ist das Beste, was du machen kannst. Also wir sind hier, glaube ich, in ein Nest von diesen Viechern gerannt. Sehen so ein bisschen aus wie aus dem zweiten Teil die Ant Lions,
die Guardians der Antlions. Aber ich glaube, dass. Ja, gut, okay. Vielleicht haben sie das Modell halt einfach nur überarbeitet, ne? Kann ja auch durchaus möglich sein. Fressen. Ich glaube, ich sollte da hinten das Ding auch nochmal schnell zumachen. Es kommen hier noch mehr von den Viechern. Oh nein, noch mehr von denen. Alter. Ich dachte jetzt gerade, er wäre tot. Jetzt ist er tot. Okay, die Kanaldinger sind zu. Von da kamen wir gerade. Konnten wir hier unten irgendwas machen? Ja gut, da konnten wir nur durchschwimmen. Hier können wir auch nicht wirklich durchschwimmen, weil hier die Dinger sind nur, um da wieder hochzukommen. Gut, okay. Wir müssen also hier weiter durch. Durch dieses dunkle Ding mit unserem Nachtsichtgerät. Ah, der hat uns ein bisschen mehr getroffen. Ein bisschen mehr geschadet auch. Ich kann noch nicht mal richtig die Pumpgun nachladen. Der nächste schon. Mein Gott, wie viele Viecher da sind. Kann auch nicht mal richtig die Pumpgun durchladen. Mist, nicht getroffen. Aber dafür jetzt mit zwei Schrotpatronen gleichzeitig. So, ich speichere mal eben. Also die haben wirklich was von den Antlion Guardians. So ein bisschen zumindest. Okay, hier waren jetzt gerade drei unten drinne. Oh, ist das dunkel? Warum macht hier keiner mal das Licht an? Okay. Ach, wie süß. Davon gibt es auch kleine Versionen. Das sind ja wie Babys. Ich hätte, glaube ich, gerade deren Babys. Ah ja, hier ist ein Ei geschlüpft. Die hören sich aber schon fast genauso an wie die Erwachsenen. So. Ich hoffe, da kommen jetzt keine von den Großen mehr. Okay, hier ist ein Nest. Zack. Mit ganz vielen Toten. Und ich... Schauen Sie ziemlich böse aus. Das ist Shepard. Los, weg von der Tür. Ich friss mal durch. Wir werden Ihre Hilfe brauchen. Aha. Da ist die Leiche, die wo wir vorhin waren. Ich verstehe, ich verstehe. Roger, alles klar. Hey, schön, Sie zu sehen. Da draußen sieht's übel aus. Diese Dinger kommen aus den verdammten Wänden raus. Man kann sie nicht umgehen. Sie kommen einfach immer wieder. Okay. Auf einmal Sport hier alles. Ich habe heftigen Schießerei vorne am Damm gehört. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt. Besser wird's nicht. Das ist mal sicher. Und Sie könnten unsere Hilfe bestimmt gebrauchen. Gut, wenn es nicht besser wird und die unsere Hilfe brauchen. Leicht verlaufen. Oh Gott, jetzt ist hier tatsächlich alles zerstört. Alter, jetzt ist aber wirklich überlaufen hier von den Viechern. Oh, die schmeißen jetzt hier mit diesen grünen Wichsgranaten. Entschuldigung. Aber was anderes fällt mir dazu nicht ein. Leute. Erwischt. Ganz klar. Und dich brauche ich jetzt mal. Genau, du heilst mich nämlich jetzt erstmal schön. Bis 100% bitte. Ich hoffe, so lange heilt er auch. Ich habe ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Martin, Ruhe jetzt! Wachdienst, hä? Nix wie raus hier. Ja, nix wie raus hier.
4 Schüsse von dem Ding braucht hat. Der hat nur einen Schuss ins Auge. Ja, ich wollte gerade sagen, ein Schuss, ein Tor, ein Treffer. Danger, okay. Ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Du auch, ich auch, mein Lieber, ich auch. Was haben wir denn? Hier könnte man sich echt leicht verlaufen. Ja, naja, vorhin. Ja, nicht wirklich, aber jetzt schon, weil jetzt auch einfach mal. Ihr seid doch so scheiße, ihr fallt mir selbst in den Rücken. Ihr fallt mir voll in den Rücken. Eins. Zwei. Drei. Das war ein Doppelschuss. Lol, ich habe eine Munition dadurch gespart. Was sind das vor allem für Viecher? Okay, weißt du was? Wir nehmen hier wieder das fette Maschinengewehr. Aber ich find's geil, dass hier eine echt große Waffenauswahl ist. Roger, alles klar. Im Vergleich zum normalen Half-Life oder im Vergleich zu Blue Shift. Hier haben wir echt eine fette Waffenauswahl beim Militär. Aber gut, Militär halt, ne? Lass. Alter. Lass die mal ruhig so viel feuern, wie sie wollen. Squadron, hier sind Gegner. Noch einer für die Pfanne. So. Haben wir den auch schon erledigt. Oder auch nicht. Der lebt scheinbar doch noch. Wo ist denn mein Maschinengewehr? Auf der 5, ne? Aber das Blöde ist halt, dadurch, dass es hier so viele Waffen gibt, musst du lange suchen, bis du die Waffe hast, die du willst. Dieses Viech ist echt strange. Dient als Waffe und gleichzeitig noch als Gegner. Haben sie eigentlich aber gut umgesetzt, muss man mal sagen, ne? War auch eine coole Idee. Noch einer für die Pfanne. Wie viel willst du denn von den Gegnern in die Pfanne hauen, ey? Da wirst du ja satt von. Oder willst du das gerade so, dass du davon satt wirst? Nö. Gibt's doch nicht. Wie oft die dir in den Rücken schießen, ne? Okay. Hört auf zu schießen. Ihr trifft mich noch. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Das ist ganz nach deinem Geschmack, aber auch nach meinem. Ah ja. Rennt immer ruhig vor. Ihr macht das schon. Alien Alarm! Alien Alarm! Ich habe jetzt wie viele Granaten hier geworfen? 3 oder 4 Stück und nicht eine hat den erwischt. Aber dafür erwischt der uns hier. Junge. Leute, ich brauche einen Heiler hier. Stimmt, wir haben doch einen Arzt dabei. Ah. Haben Sie den gesehen, Corporal? Ja, und danach war ich tot. Habt ihr gesehen und war tot. Ich hab doch einen Arzt dabei, ne? Wo ist der? Hey, Arzt! Ne, das ist der Pionier. Das ist der Pionier, das ist der. Wo ist der Arzt? Wo ist der Arzt, wenn man ihn braucht?
Wo ist er jetzt? Ist er hier hinten geblieben? Wenn mich doch bloß Drill Sergeant Barnes jetzt sehen könnte. Der Drill Sergeant, ja, der ist hier hinten. Hier lebendig raus. Gar nicht so einfach, sie in einigermaßen guter Verfassung zu halten. Ja, sorry, kann ich auch nichts dafür. Und du okay, kommst. Ich werde das Gebiet sichern. Nein, du kommst mit. Na klar, so produzieren wir mehr Schrott. Eben. Du kommst mit. Hier ich ist sowieso. Ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Ja, ich weiß, aber du trotzdem kommst du mit. So. Weil, du kannst mich dann zwischendurch mal heilen, ne?